Somit ein herzlich willkommen wieder zurück zu euren Folie von Folies Gamerhaus zu einer neuen Folge A Plague Tale 2 Regime Part 17 Uriges Rattenbecken. Herzlich willkommen zurück, die Leute auf Twitch und YouTube. Danke nochmal an WolfieTV, der mich geliked hat, abonniert hat und ein Raid gesendet hat. Vom letzten Mal noch sage ich dazu und liebe Grüße an dich raus. Ich hoffe, ja. Dir macht das Spiel genauso viel Spaß, genauso wie der Silver Phoenix und der Jenna 4. Danke für eure Raids. Ich weiß, dass ihr die Spiele auch gerade spielt. Ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich hoffe, weil wir ja wissen, dass es, beziehungsweise es gibt ja ein alternatives Ende. Also mehrere Enden bei diesem Game. Mal gucken, für was ich mich entscheide. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall sind wir aber jetzt gerade erstmal bei Part 17. Oder schon. Uriges Rattenbecken. Hier bei Frohles Gamerhaus. Wie gesagt, herzlich willkommen an alle da draußen. Und weiter geht's. Was ist das? Nicht gerade einladend. Sehen wir weiter. Definitiv. Macht euch bereit. Für alle Fälle. Eine Brücke. Dieser Ort ist eine verdammte unterirdische Festung. Gehen wir weiter. Na denn? Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Oh, ja. Seht hier, da geht es runter. Ein bisschen steil, aber... Stimmt. Ich halte mal Feuer bereit. Das könnte klappen. Ich gehe vor. Sei vorsichtig. Immer schön locker bleiben und durch die Hose atmen. Alter Falter. Alles in Ordnung? Nichts gebrochen? Nein! Ich bin nur ein bisschen mitgenommen. Das war wohl keine so gute Idee. Wie kommst du wieder zurück? Ich muss mich hier erstmal umsehen. Wartet auf mich! Sei vorsichtig! Ja! Alles klar, haben wir genug getalkt. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal um. Dekorationsmäßig da, oder? Ja, zumindest erscheint es so. Erstmal. Okay, hier ist alles voll genestet. Wie komme ich wieder zurück? Moment, es muss einen Weg geben, sie runterzulassen. Wem was runterzulassen? Hä? Aber sicher runterzulassen. Ah ja. Dann hätten wir schon mal Zwiebel Nummer 1. Aber da werden wir nicht rüberkommen.
Außerdem ist es viel zu schwer. Ah ja. Ich sehe, ich sehe. Es muss klappen. Das klappt doch. Das müssten wir ja auch hier durchquellen können. Ah ja. Hey, ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten! Sie halten die Brücke! Da fehlt noch ein Stück. Da hinten. Alles klar. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Wir warten auf dich. Natürlich. Hier ging's ja nicht weiter, nee. Komm schon. Sie wird sich wehtun, Sophia. Sie schafft das. Sie ist das schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark, oder? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Wir haben aber noch ein Töpfchen, das ist natürlich nicht so gut. Aber wir haben Pfeile. Wird er das was bringen? Aber nicht viel. Gut. Aktion sinnlos, okay. Nee, 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 ohne Pfeil. Schon mit der Hand, mein Lieber. Verdammte Axt. Nee, wir müssen schon so machen. Das war schon richtig gedacht. Oder brennt bei hinten noch was? Nee, da brennt nichts mehr. Einstecken. Jetzt ja nicht falschen weg. Na super. Das war der falsche. Muss aber beeilen. Das war knapp. Und nicht so geplant. Egal. Egal. Ich fühle mich eingekesselt. Werd nur nicht unachtsam. Ja, ist gerade geschehen. Ist gerade geschehen. Schade. Was hätte man da noch gehabt? Ah, ein bisschen von dem. Ach komm, das ist eigentlich vielleicht dahinter noch eine kleine Kiste mit irgendeinem. Gut. Du bist in Sicherheit. Fürs Erste. Na, hab ich's nicht gesagt? Ja, etwas. Yeah.
Siehst du, da haben wir hier oben auch sowas davon. Zack. Ein bisschen Rattenkacke. Kriegen wir alles hin. Mach's mir nicht so schwer. Die Sache hängt am seidenen Faden. Oh, ich darf nicht falsch liegen. Du liegst doch nicht falsch. So. Jetzt rutschen wir hier nochmal kurz durch. Mal sehen, was drin ist. Nicht genügend Material. Ich habe mir das schon wieder fast gedacht. Okay. Messer umsonst verbraucht, aber nicht schlimm. So. Ist nicht zu tief. Alles klar. Noch irgendwas, wo wir drauf pfeffern können? Nicht so aus. Okay. Na dann. Let's do it. Weiter so, du schaffst es. Natürlich. Das wird es alles wert sein, Hugo. Hoffentlich hast du recht. Das werde ich. Ganz sicher. Sie ist überzeugt, Junge. Vertrau ihr. Na los, Basilius. Gib uns irgendwas. Er ist es wert, versprochen. Ich flehe dich an. Das Ding irgendwie nach oben, kann das sein, ja. Oh, verdammtes Ding! Hey, du steckst fest, oder? Ja! Ich komme mit dem Wagen nicht weiter! Geh um das Wrack herum! Wir haben was für dich! Komme! Moment, Moment. Aha. Nicht so, nicht so, nicht so. Alter Falter. Mir fliegt gleich der Controller aus der Hand vor lauter Vibrationen. Nein, das wird nicht reichen. Ja, hier lang auch.
Scheiße. Und jetzt? Das wird nicht reichen, oder? Und weiter. Konzentrier dich. Finde Basilius. Okay. Schnapp dir, was du finden kannst und dann raus. Dann überlebt er. Vergessen? Geschafft! Ich bin schon groß! Ja, ich hatte keine Angst. Das kann ich bestätigen. Na, komm mal ein Stück zurück. Ja, hält nicht lang. Das war ein Witz. Das können die Höchsten probieren. Okay. Da sind immer noch 2-3 vor dem Dings. Das reicht schon aus, um mich aufzuessen. Okay, alles klar. Dies funktioniert nicht so. Egal. Dies ist wurscht. Mein Hebel ist wieder 2-3 Köpfe drin sein. Hey, du bist hier. Schon gut. Alles gut. Lass es raus. Willst du eine Pause machen? Nein, gehen wir weiter. Ich bin jetzt hier. Ja, aber wenn du einen Topf für mich hast, wäre genial. Da würde ich trotzdem nochmal runtergeben. Mich würde trotzdem interessieren, was drin ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe Angst. Und vielleicht noch 2-3 Elixiere und das war's. Ich weiß. Wir haben letzten Mal auch. Es ist, als wären es nicht meine Gedanken. Ist es Basilius' Stimme? Kann sein. Sie klingt tief. Ich hab Angst. Das heißt wohl, wir kommen näher. Das Ende der Brücke. Finden wir heraus, wo sie hinführt. Gehen wir etwa zurück? Nein, ich wollte bloß den Fluchtweg prüfen. Bringen wir es zu Ende. Ja, genau. Nee, ich wollte mich eigentlich nochmal umgucken. So ein bisschen. Okay. Also viele Möglichkeiten hatte man eine gehabt. Die Kiste hatte ich geöffnet. Nochmal hier gucken, aber ich glaube auch hier wäre nicht viel gewesen. Einschließlich die Nebenräume. Ne, das ist die einzige Kiste, die da unten nochmal gewesen wäre. Alles klar. Gut. Okay. Dieser Geruch. Ich kann kaum atmen. Oh, es ist falsch. So falsch. Was ist los? Sie ist hier, Amicia. Ich will nicht. Aber wir müssen. Wer ist wir hier? Wir müssen. Die Gräfin? Oh, sieht böse aus. Gott, es wirkt wie eine Kathedrale. Das wurde für ihn gebaut. Also, ist er hier unten? Ja. Irgendwo im Herzen dieses Ortes. Na fein. So stelle ich mir die letzte Schwelle vor.
Elia konnte ihn nicht retten und das ist das Ergebnis. Aber was... Was ist passiert? Was ist mit ihm geschehen? Ich will's nicht wissen. Musst du aber. Er hat dich hergeführt. Das ist... Dein Erbe. Ich will kein Erbe. Ich will normal sein. Schon traurig. Also, kann ich ihn schon gut verstehen. Bill, was bewegt sich da? Sind das die Nester? Anscheinend. Ich würde sagen, sie aus wie Kathedrale. Ich würde eher sagen, es sieht aus wie so ein, oh, Gefängnistürmchen. Normal werden kann, musst du erst überleben. Das sagst du so, aber ich vernichte alles. Aber doch nicht mit Absicht. Du bist ein Kind. In der Roten Stadt gab es auch Kinder. Es ist schwer, Hugo. Wir kennen uns nicht gut, aber ich weiß, dass du eine zweite Chance verdienst. Selbst wenn wir durch die Hölle gehen müssen. Ja. Mhm. Ja, und so könnte man sich sie vorstellen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Flammen, aber zumindest unsere Vorstellungskraft als Mensch. Mein Kopf! Sie wird lauter! Ich will ihn aus meinem Kopf! Wir sind gleich da! Da Makula, könnte oder? Deine Rettung sein, Hugo! Wozu? Wenn ich immer alles ruiniere! Hör auf! Du musst mir vertrauen! Ist nicht einfach mit ihm. Ui, das geht aber. Ui, die Zwetschgen, das geht ja ganz schön ein Stück noch weiter runter. Ah, gut, dann kann er rein. Ah, was ganz unten. Okay. Doch nicht so tief. Ah, schon ziemlich zugewachsen. Kann ich? Amicia! Sophia! Schätzchen, bitte, ich weiß! Nein, weißt du nicht! Warum tust du das? Amicia! Komm, ich trage dich. Wir machen das zusammen. Das ist zu viel. Der hat bloß keinen Bock zum Laufen. Tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ich helfe dir. Ich will Ruhe. Die bekommst du. Aber erstmal musst du leben. Ich brauche dich. Ich fürchte mich vor Hör mir auf. Selbst. Du wirst leben. Wir kämpfen. Wir halten durch. Okay. Also ich verstehe ja, dass er Angst hat. Definitiv. Als kleiner Junge. Schon im ersten Teil war es so. Da war ja noch etwas jünger. Obwohl die beiden Teile ja nur plus minus ein halbes Jahr ungefähr auseinander sind. Also von der Geschichte her, nicht vom Game an sich her. Komm schon. Komm. Santander. Ist das der Träger? Er wurde eingesperrt. Aber wieso? Sie hatten Angst vor ihm, vor seiner Macht. Und deswegen haben sie all das gebaut. Einfach nur aus Furcht. Sie haben ein Kind getötet. Er entfesselte die Ratten. Sie brachen durch ihre Mauern. Keiner konnte sie aufhalten.
Hier begann sie. Was? Die Justinianische Pest. Er war traurig. So traurig und wütend. Deshalb hat uns die Makula hergebracht. Es muss hier etwas geben. Eine Schriftrolle. Eine Fiole. Irgendetwas. Hier ist gar nichts. Elia, sie versagte. Amicia. Sie hat versagt, Sophia. Ich weiß. Ungerecht! Denn wenn ich sterbe... Du stirbst nicht. Werde ich sie auch alle töten? Nein, Hugo. Ihm war nicht bestimmt zu sterben. Aber sie nahmen ihm die geliebte Beschützerin. Er verlor die Hoffnung. Also gab er der Makula nach und verdammte sie alle. Ja, und zwar zu Recht. Nein, wenn ein Wort von ihr ihn erreicht hätte... Wie weniger allein er doch gewesen wäre. Er hätte weitergelebt und Millionen verschont. Verstehst du? Du wirst nicht sterben. Und ich bin für dich da. Ich sorge für dein gutes Leben. Ein Leben ohne Kämpfen. Möchtest du das? Finden wir ein Zuhause. Die sind da wohl anderer Meinung. Was ist los? Los, weg hier! Na, Spitze. Schnell, schnell! Lauft! Nach rechts! Sie fallen nicht, dass ich gehe! Das können Sie vergessen! Spart euren Atem! Bleibt bei mir! Oh, nein! Hoch, hoch, hoch! Sophia! Links von dir! Die kaputte Tür! Ja, los, Hugo! Es wird alles einstürzen! Sie sind so wütend. What? Links von mir. Es wird alles einstürzen. Sie sind so wütend. Einfach ignorieren. Oh Gott, sie lassen mich noch. Alles stürzt ein. Wir können es schaffen. Bleibt ihr dran? Ja, wir versuchen es. Hey, wollen wir da vor uns auch schon? Los, hoch, schnell! Ich versuche es! Hä? Jetzt hat man einen anderen Weg gehabt. Geht weg! Lasst uns! Ach du Heiliger! Wo ist Sophia? Sophia! Ich bin hier! Links! Ach, ja, dann auch so rum. Ich liebe es. Meine Beine! Nicht stehen bleiben! Komm, 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 komm. Ha! Ich helf dir hoch, na los! Diese Mistbücher geben nach rechts! Ich sehe Licht! Hier! Da geht's raus! Ha! Nein! Gib alles über! Wir sind fast draußen! Zur Hölle mit diesen Scheißviechern! Wir verschwinden! Hoffentlich stecken die da drin fest. Puhu! Hier sind wir sicher. Ist jemand verletzt? Hugo? Das war grauenvoll. Ja, die Makula hat dich hineingelockt. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Die Makula hat ja wirklich ein Händchen für Kinder. Sie haben ihn angekettet. Ja, aber das Wichtigste ist, dass du überleben wirst. Nein, das ist aber nicht das Wichtigste. Es macht mir Angst, dass die Menschen so böse sind und dass sie mich zu diesen Dingen zwingen. Du hast recht. Hör zu. Es wird immer Menschen geben, die Furchtbares tun. So ist die Welt leider. Aber vertraue in das Gute in dir. Und in das Gute in anderen. Hab Vertrauen in jene, die wollen, dass du glücklich bist. Freunde. Wie mich? Freunde geben dir ein gutes Gefühl, oder? Ich verstehe.
dass du zweifelst. Aber vertrau mir. Vertraue uns. Ich vertraue euch. Wir finden für uns ein Zuhause. Verlassen wir diese Insel. Unser Boot wartet. Und auf dem Weg dorthin ein Rattenmeer. Kein Problem für uns. Alles wird anders werden. So, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im Part 18 dann wieder. Das war's bei mir bei Fotos Game House zu Blacktail 2 Regime. Part 17. Wie gesagt, wir sehen uns in 18 wieder. Dankeschön fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Entweder auf Twitch, YouTube oder sonstigen Social Medias. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ade.